Und willkommen zurück bei Let's Play Penumbra Overture. Ich habe eine kleine Aufnahmepause gemacht und ein paar Tage lang nicht gespielt. Oh mein Gott. Oh. Ich weiß noch, dass wir hier letztes Mal so einen Motor irgendwo lang geschmissen haben und hier in so ein Gerät reingelangt sind und mit diesem Bohrer-ähnlichen Gerät haben wir einen Schacht freigelegt und so weiter und so fort. Da kann ich mich noch dran erinnern und jetzt scheint es unser... Okay, Moment. Du Scheiße. Yippie. Freude. So. Yippie, Freude. Ich sterb schon. So, warte mal. Jetzt dann da, dann daneben, dann keine Ahnung wo. Hä? Was ist das nur für eine Kacke? So. So. Dann da. Dann, glaube ich, war es da. Oh. Oh. Okay, dann muss ich wahrscheinlich einfach geradeaus. Und dann schaffe ich das. Ja, schaffe ich. Okay, okay. Alles gut. Einfach nur probieren. Dann funktioniert das. Das war falsch. Okay, es kann jetzt ein bisschen dauern. Obwohl wir eigentlich hier schon ganz gut ausprobiert haben. So, es war... Das ging noch. Das ging auch noch. Hä? Hä? What? Scheiße. Warte mal, ich muss rechts. Es tut mir leid, dass ich so verkacke. Es tut mir echt leid. Na, warte mal. Jetzt da. 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 Hier. Dort. Dort. Dann müsste es, glaube ich, rechts lang gehen. Versuchen Sie einfach nochmal. Und ich versuche diesmal nicht zu verkacken. So. Hallo? Bin ich total bescheuert? Ich bin zu doof dafür. Das war auch falsch. Kann ich hier nicht irgendwie hoch und gucken? Ja, ja, okay. Hä? Muss ich einfach von da laufen oder was? Wie blöd.
glaube, ich muss einfach von da laufen. Kann ich mir aber so an sich... Okay. Ja. Gut, wir haben es geschafft. Denn ich wollte eigentlich erstmal um... Oh. Warte mal. Hopp. Hopp. Komm ich nicht hin. Okay. Es sieht zwar so aus, als würde man da hinkommen. Huch. Jetzt gehe ich aus dem Bildschirm raus. Was ist hier los, ey? Mein Gott. So weit ist es gekommen, dass ich hier noch nicht mal die Dinger kaputt machen kann. Hier geht's nicht weiter. Lalalalalalalalala. La 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 la. Take a diary and show what we see. Okay, einmal hier runter. Ich gucke aber lieber nochmal, was da ist. Scheint keinen Sinn zu haben, aber wie komme ich dann hier weiter? Ah! Sieht ziemlich alt und mitgenommen aus. Vielleicht finde ich ja ein paar lockere Schrauben, abgesehen von denen in meinem Kopf. Die kenne ich irgendwo her. Nein. Wie nein? Nein. Ich gehe einfach so da durch. Kannst du mich mal? Hä? Ist das eine gute Idee? Ich glaube hier eher nicht, ne? Ich glaube, wir lassen das mal lieber davor. Ja, ist eine gute Idee. Wir lassen das davor, wo es ist. Eine Karre und Schienen für den Abtransport. Abstransport von Erz. Sowas wird heutzutage immer noch benutzt. Eingestürzt. Dort komme ich nicht raus. Ich komme hier niemals raus. Ich habe so langsam auch das Gefühl. Ich wollte auch hier den Nebel betätigen, aber es funktioniert nicht. Diese Ketten hindern den Karren am Wegrollen. Na, das ist ja schön. Heißt, wir müssen diese Ketten irgendwie lösen. Und zwar mit dem Bolzenschneider. Und den haben wir immer noch, okay. Achso, ah, da unten ist eine Tür oder so, ne? Bringt das was? Okay, irgendwas hat es gebracht. Ich weiß nicht was, aber... Aber irgendetwas war es. Auch wenn es nur eine kaputte Tür ist. Ach, krass. Irgendeine unheimliche... Eine bunte Mischung aus Industriefachliteratur und wissenschaftlichen Büchern. Ein Stapel medizinischer Notizen, der auf dem Boden verteilt wurde, sieht aus, als sei der Schreiber gestört worden. Oh, nee, ne? Hunderte von Zeitungsausschnitten, die allesamt von Biomedizin, der lokalen Tier- und Pflanzenwelt sowie Feldstudien handeln. Wirre Statistiken, grobe Skizzenwände an dieser Tafel, sie scheinen alle von einer großen Ringelwurmart zu handeln.
Was für ein Ringelwurm und was ist das für eine Zeitung? Ein Mikroskop aus den 60er Jahren funktioniert immer noch, gehört aber wohl eher in ein Museum. Hihihi. Hihihi. Okay. Bilder und Aufzeichnungen, die von dem grauen Felswurm handeln. Ziemlich groß für ein wirbelloses Tier. Ziemlich groß und ziemlich ekelhaft. Aber das war das Biest, was wir gesehen hatten. So, hier kann ich mir ein Filmchen anstellen wahrscheinlich. Da ist auch nochmal Licht. Das schaut mir nach der kleinen Version dieses Wurms aus, den ich vorhin gesehen habe. Vermutlich ein Jungtier. Es wurde seziert, die inneren Organe wurden entnommen. Ist sicher noch nicht lange her. Aber warum? Ja. Schmerzmittel? Ich verstehe das nicht. Warum macht man hier so einen Kasten hin, wenn sowieso nichts drin ist? Naja, wir speichern lieber mal. Flackert das Bild, es tut mir leid. Ein Augenzeuge, ein Mann ohne Namen. Er ist es, der das Tor zur Hölle öffnet. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht schaut er zu, wie die anderen Männer verschwinden und dreht sich langsam um. Vater hält immer noch etwas in seinen Händen. Nee, da flackert das Webcam-Bild immer so ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich eins dieser Dinge benutze, fühlt es sich an, als ob sich das Artefakt mit Besuchern füllt. Ein regelrechtes Gedränge dort im Inneren. Seltsam, irgendwie kommen mir die Besucher vertraut vor. Mhm, Seismologen haben gestern berichtet, eine kleine Region der Tunnel. Aha, irgendwas ist eingestürzt hier. Nur wo habe ich das jetzt her? Hier von dem Ding? Okay. Na gut, wollen wir mal Film gucken, wa? Ziemlich ausgebleicht. Sieht aus wie die Nahaufnahme eines Ringelwurms. Ekelhaft. Steht da drauf? Sonic View. Okay, wir lassen das Ding mal an. Und lesen das hier mal. Alte Tageszeitung. Kann ich die... Okay, kann ich für irgendwas benutzen? Ich weiß nur noch nicht für was. Werde das Biest damit mitnehmen. Wie soll das bitte schön funktionieren? Aber ich... Yeah, pam, pam. Das ist unser neuer Freund. Der ist so ähnlich wie Thorsten der Torso. Nur, dass der ein bisschen toter ist. Hui, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Mal wieder. Müssen wir doch hier durch? Aber das kann ich mir eigentlich echt nicht vorstellen. Ich habe eher so das Gefühl, dass diese Tür hier zu sein sollte. Aber wir können da echt rein. Der Nutzen von Zäunen ist mir klar, aber wieso Stacheldraht einsetzen? Vor was wollen die Arbeiter sich hier unten schützen? Vor was wohl? Ich weiß schon vor was und ich denke, wir werden sterben, wenn wir hier lang rennen. Wo es geht. Ah, Chef 12. Ja. Ich weiß nicht mehr. Okay. Aha, Chef 12. Refinery, Chef 3. Section C, Tool Storage. Ich erinnere mich wieder. Nur habe ich vergessen, was wir überhaupt als großes Ganzes machen mussten. Sektion C waren wir.
guck mal gerade hier hinten. Eine solide Sache. Diese Tür wurde zugeschweißt und wird sich nie wieder öffnen lassen. Na gut. Ich weiß nicht mehr, ob hier noch ein Hund war. Ich weiß, wir hatten einen getötet. Raffinerie, da waren wir ja gerade, glaube ich. Ich glaube, das war die Raffinerie, ne? Ah ja, hier war das Gasdingen und hier... ist so ein bisschen wirr. Ich gehe mal gerade hier rein. Sie ist verschlossen. Okay. Raffinerie ist zu Chef 13. Dann war es vielleicht Chef 13. Ich glaube, es müsste... natürlich kein Schmerzmittel jetzt, ne? Ich müsste versuchen, das Viech zu überraschen, aber das könnte schwierig werden. Komm her! Doch, ich glaube... Überraschung sollte funktionieren. Natürlich nur, wenn da jetzt nicht noch eins kommt. Stirb! Okay. Überraschend funktioniert. Hier ist nochmal so ein Gasding oder war das das von eben? Nee, das ist nochmal so eins. Ja. Jetzt sind wir bei Chef 13. Chef 13 geht und das war nicht... Nee, Chef 13 waren wir noch nicht. Das ist Säure da unten. Diese Felsen sehen locker aus. Ich kann versuchen, sie zu bewegen, aber dann werde ich höchstwahrscheinlich unter ihnen begraben werden. Okay. Da brauchen wir irgendwas zum Aufstemmen, würde ich sagen. Noch mehr von diesen Tunneln. Ich halte mich hier besser nicht allzu lang auf. Können wir da rein? Wir können da rein. Wieso? Wieso versucht mich dieser Ort zu töten? Nein, ich muss mich zusammenreißen! Lustig. Echt lustig. Wir versuchen uns zusammenzureißen. Da. Es sind Spinnen, da sind auch Spinnen. Hier sind überall Spinnen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Auf jeden Fall ist hier eine Sackgasse, so wie es aussieht. Hallo? Voll für den Arsch? Was soll das? Die Viecher wollen mich total verarschen. Jetzt sind wir natürlich gleich im Eimer. Ich glaube, machen wir nochmal.
Ich gucke nur mal so ungefähr, wo wir hier lang müssen. Ja, komm, töte mich. Töte mich! Nee, ich habe echt gerade keine Ahnung, wo wir hier überhaupt hin müssen. Weil hier ist alles dicht. Könnte ich jetzt, frage ich mich gerade. Ich versuche gleich mal was. Ich versuche gleich mal mit dem Feuerzeug die Biester hier anzuzünden, aber... Aber dann sagt er nur nein, ne? Ja, geil, ne? Total spaßig hier. Aber eigentlich sagt er doch, man kann damit... Egal. Wir versuchen einfach irgendwie hier wegzukommen. Wo sich das wahrscheinlich als schwierig... Aber wir sind weg. Wir sind hier drin. Ich hätte wahrscheinlich einen Stein davor machen müssen. Oder? Oder geht's? Ein Umkleideraum. Ich muss mich wohl dem Eingang der Mine nähern. Wie viele Leute hier wohl gearbeitet haben und wie viele hier unten gestorben sind. Gute Frage. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge. Ciao!